Moin, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Chronicles Russia. Wir sind in Kasan, wollen Leo Trotzki besuchen. Hier gibt es scheinbar gar nichts, was für uns von Interesse ist, also müssen wir hier nur. Rüber springen. Stay Ups. where you are. Ja. Das war ein bisschen langsam. Lass mich Here, einmal he's here. erschießen und dann machen wir es nochmal. Au! Schalte den Strom des Suchscheinwerfers aus. Okay, das ist hier oben. Das kann man hier vom Dach aus nicht gut sehen. Was war das? Oh, wer ist das? Nothing. Und wo kommt er her? Da unten ist einer. Where did they go? Ja, wo bin ich hin? Keine Ahnung, ob das was war oder nicht. Ob der mich hätte erwischen können. So, ich weiß manchmal nicht auf der Karte, ob ich jetzt was übersehe oder nicht. Ich meine, hier zum Beispiel komme ich super einfach an den ganzen Typen vorbei, ne? Generator seems to be linked to the light. Das ist ein Generator, ja, in der Tat. Au, au, okay. Da geht schon das Licht los. Gut zu wissen. Ja, es wäre keine Folge, wenn ich hier nicht innerhalb der ersten 5 Minuten verkacken würde. The generator seems to be linked to the light. Sehen. Kann ich ihn von hier aus treffen? Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich muss hier tatsächlich hinten irgendwo runter, ne? Hier irgendwo. Ah, ich dachte, ich würde es noch rechtzeitig schaffen. Tat ich aber nicht. Okay, also da müssen wir jetzt ein bisschen gucken aufs Timing und so weiter und so fort. Hier nochmal zwei auch umdrehen. Dankeschön. Oh, das war zum Glück nicht knapp. Gar nicht. Kein bisschen. That generator seems to be linked to the Ah, light. so hätte ich das gar nicht. Jetzt gehen die ja natürlich nachgucken. Ach, von dem da hinten ist der Kreis. Alles klar. Wie komme ich denn da wieder raus vernünftig? Am besten dann oben drüber wieder, ne? Also ich muss da irgendwie. Ah, okay, das wird interessant. Ich muss dann hier bis zu dem grünen Ding wiederkommen, bevor der Typ. Das kannst du voll knicken. Wie soll ich denn das schaffen? Generator seems to be linked to the light. So, jetzt muss ich hier wieder rein. Alles klar.
Ja, und jetzt sind die wahrscheinlich vom Timing her so, dass ich es genau nicht schaffe, ne? Ja, da kommt er nämlich schon zurück. Ja, herrlich. Okay. Da muss ich mal gucken, ob die sich so ein bisschen verschieben beim Timing. Ich hoffe es, ja. Ja, es sieht ganz vernünftig aus. Okay, das müsste ich jetzt schaffen bei dem Durchgang. Wenn er nicht so lange da steht, komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Junge, du stehst im Weg. So, okay. Easy. Um nicht zu sagen, mega easy. So, jetzt hier einmal drüber springen. Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe und ein Edensplitter. Warum schwenkt die Kamera so komisch? Okay. Die will mich da auf diesen Suchscheinwerfer aufmerksam machen, der mich im Moment so gar nicht interessiert. To time my run through these lights. Ja, ja, passt schon. Ha. Nee, war nicht knapp. Ich hoffe, der guckt nicht hier raus. So, was steht denn in Schriftrolle Nummer 8? Nachdem er die Templerwachen und Wissenschaftler niedergerungen hatte, erreichte Orelov den oberen Teil der Anlage und griff nach dem Stab, der noch mit den Energieströmen durchzogen war. Diese Erfahrung war traumatisch für Nikolai, der plötzlich Nachrichten aus der Vergangenheit und der Zukunft sehen und hören konnte. In diesem Moment traf der Strahl der Telekraft auf die Anlage und löste eine gigantische Explosion aus, die als das Tunguska-Ereignis in die Geschichte einging. Aber wie hat Nikolai das überlebt? Und wie helfen Gasmasken gegen Rauchgranaten? Das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, kurz NKWD, war eine Behörde zur Strafverfolgung der Sowjetunion, die der kommunistischen Partei unterstand. Sie wurde 1917 als Nachfolgebehörde des Innenministeriums gegründet. Interessantes Emblem da. Na, Hammer-Sichel haben wir. Und ein Schwert. Aufgrund der Tatsache, dass die vielen Aufgaben der vorherigen Behörde die NKWD überforderte, wurden einige politische Aufgaben wie etwa die Durchsetzung der revolutionären und bolschewistischen Werte der Checker übertragen. So, jetzt gucken wir uns mal an, der Scheinwerfer, wie läuft denn der? Der läuft hier. Dann darüber. Okay, also wir müssen dem direkt folgen und dann wieder auf den vorderen Wagen kommen. Na gut. Na, immer hoch hier bitte. Hoch. Hoch. Warum kann ich hier nicht hoch? Hä? Ah, hier kann ich aufs Dach. Da vorne ging es irgendwie nicht. Schade. Also das hier ist nicht allzu schwierig, denke ich. Das müsste von der Zeit her hinhauen. Okay, und jetzt haben wir hier den nächsten Satz Scheinwerfer. Einer geht hier drüben hin. Okay, dann kommt der dort. So, jetzt muss ich einmal kurz hier rüber, glaube ich, oder? Und dann vor dem hier langlaufen und... Das dürfte es gewesen sein. Oh fuck, was habe ich denn da drüben übersehen? Hä? Hat der Offizier da irgendwas oder wie? Oh nein, muss ich jetzt nochmal zurück? Shit. Am besten ich lasse mich kurz vom Scheinwerfer erwischen, oder? Fuck, was habe ich denn da übersehen? Ich dachte, da wären die Truhe gewesen und der Splitter. Aber da drüben, ach, da drüben in dem Wagen, wo, okay. Also hier wirklich nur Truhe und Splitter. Aber hier drüben auf dem Wagen gibt es irgendwie noch was, da muss ich dann nochmal runterkrabbeln. Gut zu wissen.
Ach, da ist ein Steckbrief. Okay. Was? Da komme ich nicht lang. Sag nicht, ich muss durch den Wagen durch, hinter dem Typen lang. Das wäre mir aber sehr unangenehm. Nee, ich muss einfach auf dem Wagen lang. Bis nach hier drüben. Oh! Okay, ich darf nicht so hoch da dran hängen bleiben. Gut zu wissen. Da muss ich ein bisschen weiter runter. So. Gucken, hier haben wir alles erledigt. Sehr schön. Ach, Suchscheinwerfer. Super nervig, aber wenigstens eine neue Mechanik. Nein, nein, ich bleib kurz hier stehen. Einmal hin. Einmal zurück. Genau, so. Und dann hier runter. So, und dem wollen wir natürlich nichts tun, dem guten Mann. So, jetzt muss ich gucken, wie das hier ist mit den Scheinwerfern. So, hier hoch. Nein, zurück. Jetzt rüber. Oh Gott. So, und hier einmal ein bisschen weg. So, und dann müssen wir hier nämlich noch den Lebenssplitter holen. Schattengold. Na, wer hätte es gedacht? So, Steckbriefe 2 von 3. Ja, einer kommt noch weiter hinten, haben wir festgestellt. So, kurz durchatmen. Und mit der neuen Situation hier anfreunden. Ah, okay. Oh, die wird aber sehr spät aktiviert, die Telamine. Das ist gut für uns. So, solange wir hier stillstehen, sieht er uns nicht. Ich kann ihn jetzt aber auch leider nicht beklauen. Ja, komm schon rüber. Ups. Jetzt habe ich gerade gar nicht aufgepasst. Hat er da nach oben geguckt richtig oder war das nix? Warum bin ich denn da drüben gelandet? Ah, shit. Ich dachte, ich wäre da am rechten Rand von der Deckung. Ne? Ich bin extra in der Deckung nochmal nach rechts gelaufen. Weil ich dachte, das wäre dann irgendwie, ne? Oh, gibt's da nicht. Over there. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir machen das ganz easy. Stehen ja hier oben drauf, so. Nee, oh, das war ein bisschen wenig Anlauf scheinbar. Das machen wir nochmal, ne? Ich will mal versuchen, ob ich über ihn drüber springen kann. Einfach über die Mine drüber. Das müsste eigentlich gehen, denke ich. So, können wir uns hier gleich ein bisschen Anlauf. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh fuck, jetzt habe ich den getötet aus Versehen. Haha, hihihi. War keine Absicht. Das müsst ihr mir glauben. So, aber es funktioniert. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Erreiche die Wolga-Brücke. Ja, ich weiß nicht, das im Hintergrund sieht schon sehr brückig aus, ne? Okay, und dann bin ich hier nicht schnell genug. Interessant.
Warum bin ich da nicht schnell genug? Also ich muss da einfach durchrennen, klar. Aber es ist knapp. Ich muss ein bisschen früher springen wahrscheinlich, ne? Ich meine, ich springe echt ziemlich weit. Hat er nicht gesehen. Auf jeden Fall den Typen hier beklauen. Ich denke, der hat was Interessantes dabei, oder? Nee, hat er nicht. Ah, schade. Oh! Over there! Ich hatte den Typ mich echt schon wieder gesehen. Ich raste aus. Also ein bisschen früher springen und dann einfach ganz da hinten lang krabbeln. Das ist echt nicht schwierig. Man muss es halt wissen. Zum Glück ist der so nichtscheckend. So, dann kann ich hier nämlich ganz gemütlich einfach so drüber. Das Ding kaputt machen. Alle. So, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nein. So, Schattengold. Multiplikator inzwischen plus 5. Also es könnte wirklich klappen, dass wir diesmal eine Belohnung bekommen. Was gibt's denn hier eigentlich in dem Level als Belohnung? Leisere Attentate. Richtig. Das wäre mal was Wichtiges. Spy! Shoot the spy! Welchen Spion meint denn? There might be more of them. Time to run. Naja, nur dass da unten halt noch so ein Splitter ist. Oh shit, den habe ich nicht erwischt. Hey. Spy! Shoot the spy! Nein, er schießt den Spion nicht. Search the area. There might be more of them. Time to run. Fall and the cold waters of the Volga await. So, nochmal kurz auf die Karte gucken. Hier ist wirklich nur Sprung. Da hinten gibt es noch einen Splitter. Und das war's dann scheinbar. Nee. Hör doch auf, mich zu verarschen. Nein, und dann war ich zu langsam. Okay, ich darf da nicht stehen bleiben. Ich muss gleich weiter. So, das machen wir beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Für heute war es das nämlich leider schon wieder. Aber es ist machbar, auf jeden Fall. Eine Truhe fehlt uns noch und 5 Animus-Scherben noch. Okay, alles klar. Macht's gut, um es sein, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschaußen.